Ich habe ein bisschen gebastelt, liebe Zocker und YouTuber, und das ist mein, wie soll man sagen, mein erster Entwurf für den Illolander. Unten drunter hängt der Rover, mit dem wir über den gefrorenen Tsunami fahren wollen. Das Ding hat zumindest bei Ilo-Schwerkraft ganz lockere 2575, Quatsch, 2,575 Schubgewicht-Verhältnis. Und ansonsten sieht die Sache gut aus. Wie viel Delta V hat er? 1104. Das könnte natürlich etwas wenig sein für Ilo. Da brauchen wir etwas mehr. 1104 werden da nicht reichen. Wobei mich irgendwie irritiert, dass wenn wir das abtrennen. Nee, da hat er ja trotzdem nicht. Also 1104 hat er. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, ob das funktioniert. Wir probieren als allererstes mal, habt ihr gesagt, wir sollen ja den Rover ausprobieren. Also wir simulieren jetzt mal eine Landung auf Ilo. Und zwar stellen wir uns einfach mal auf die Startbahn so und gucken uns die ganze Geschichte mal an. Also mal, wir gehen mal davon aus, dass. Oh, das ist aber blöd. Wir gehen mal in den Zeitverlauf. Ich brauche Tageslicht. So. Also, wir sind auf Ilo gelandet. Das werden wir sehr vorsichtig tun müssen, weil, wie ihr seht, haben wir hier relativ durchgedrückte Landebeine. Größere haben wir nicht. So, dann kommt hier unser. Oh. Ja, also da haben wir schon mal etwas, was natürlich am Anfang nicht der Fall sein darf. Da darf keiner drin sitzen. Erstens klippt das uns mit dem Kopf da drin. Also sagen wir mal, da sitzt jetzt keiner drinne. Und wenn keiner drin sitzt, dann ist das auch kein Thema. Jetzt wird das Ding decoupled. So. Wir switchen auf dieses Ding, was wir da gerade fahren. Das müssen wir gleich nochmal ohne probieren. Und jetzt gucken wir mal. Sieht das gut aus? Ja, es fährt. Es fährt. So, wir können also auf Ilo rumfahren. Es hat keinen sonderlich großen Wendekreis, muss man sagen. Aber den brauchen wir auch nicht. Wir wollen ja kein Slalom fahren. Also es hat einen großen Wendekreis, so wird ein Schuh draus. Es ist nicht sonderlich wendig, sagen wir es so. Also ich würde sagen, damit kommen wir von A nach B. So, was wir auch noch drauf haben, ist natürlich hier, halt doch mal an. Was wir auch noch drauf haben, sind ja unsere beiden Radioisotop-Generatoren. Was wir auch haben, sind hier, was auf Ilo nicht sonderlich effektiv sein wird, Solarzellen. Aber zusammen mit den Radioisotop-Generatoren haben wir vielleicht dann genug Wumms, um das Ding dauerhaft zu betreiben. So, jetzt gucken wir mal noch hier, dass die Antenne ausfahren. So sieht das auch gut aus. Hat das was? Ja, komm, als hätte ich das Ding entworfen, oder? Als hätte ich das Ding entworfen. So, außerdem haben wir hier hinten, wir gucken immer so ein bisschen auf die Energie. Wir haben hier hinten eine wissenschaftliche, warte mal, Bremse war B. Ja. So, dann haben wir hier eine, können wir eine Umgebungsuntersuchung machen. Ah, das ging quasi instant. Die Daten, tatsächlich kriegen wir da 5 für. Die können wir mal übertragen. Aber die jetzt gesendet. Muss ins KWZ gebracht werden. Okay. Das Wichtige ist, halt doch nochmal an, bitte. Also das funktioniert, das funktioniert. Was wir hier noch haben, ist natürlich das hier. Jetzt nehmen wir mal eine Bodenprobe. Gucken, ob das funktioniert. Na gut, er kriegt dabei von dem Arm eine runtergehauen, aber ich glaube, das ist okay. Gong. Naja, klippt ein bisschen durch den Kopf. Aber ansonsten würde ich sagen, sieht die Sache eigentlich ganz gut aus, oder? Ich hätte gesagt, damit können wir leben. Oder? Beinahe wären wir dagegen gefahren. Ich wollte jetzt aber mal die Übertragung checken, aber die Übertragung können wir natürlich. Ja, okay. Doch, er sendet was, er sendet was. Da sendet er die Daten. Da können wir gleich nämlich mal gucken, ob das hier mit dem Strom reicht. Aber es sieht gut aus. Er ist immer noch am Senden. Ich fahre jetzt absichtlich mal so. Ich klappe mal die Dinger absichtlich ein.
Aber es müsste eigentlich alles problemlos funktionieren. Sende ich immer noch? Ja, er sendet immer noch. 9, 8. Ja, okay, die Batterien reichen fürs Senden. Ich denke mal. Also, wir haben wissenschaftliche Instrumente. Wir haben die Solarzellen. Wir haben eine dicke Antenne, die dickste Antenne überhaupt. Wir haben Batterien. Wir haben den Bodenprobennehmer. Und eigentlich sollen wir ja mit dem Ding nur irgendwo rüberfahren. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sag mal, ist das Ding. Das ist doch fernsteuerbar, der Rover, oder? Ich halte mal kurz an. Warte mal, wenn ich jetzt da aussteige. Nein, nicht mich überfahren. Herrschaftszeit. So. Ist das Ding jetzt trotzdem noch lenkbar? Ja. Also das Ding ist zur Not auch ohne Kirby-Naut lenkbar. Es hat dafür auch eine geeignete Antenne, um fernsteuerbar zu sein. Ob das auf Elo funktioniert, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Er ist dann natürlich nicht mehr dafür gedacht, an dem Ding hier angedockt zu werden am Mutterschiff, aber wir wollen das Ding ja auch da stehen lassen. Wir fahren über den gefrorenen Tsunami und dann gucken wir uns die ganze Geschichte an. Also ich würde sagen, so können wir das machen. Halt doch mal an. Zurück zum FC. Ja. Rückkehr bestätigen. So. Also das ist machbar, hätte ich gesagt. Wir müssten vielleicht noch ein wenig Delta V rausjuckeln. Ich musste die Landung etwas blöd, also etwas. Ich kann natürlich nicht hier vier oder drei davon aufstellen, weil sonst haben wir das Problem, dass dieses Ding. Ja, das ist problematisch. Ilo müsste man mal gucken, was Ilo für Gravitationsparameter hat, ne? Also was der für. Da müssten wir vielleicht noch mal ein bisschen. Vielleicht noch mal ein bisschen was dran drehen. Ich überlege gerade, wo war da noch. Wir brauchen übrigens noch eine Andockschürze. Eigentlich brauchen wir gar keine Andockschürze, oder? Ich überlege, doch, wir brauchen eine Andockschürze. Wir müssen das Ding ja nach Hause bringen. Wir müssen das Ding auf jeden Fall nach Hause bringen. Und zwar. So, das ist ja unser Lander. Den wollen wir natürlich auch zum Wiedereintritt auf Körben benutzen. Ja, damit vielleicht nicht. Sieht das gut aus? Ich glaube ja. Ich überlege gerade massiv, ob wir. Vielleicht doch nicht. So, wir designen den mal weiter. Ist das der richtige? Jo. So, das ist ja ein Tank hier. Da können wir den Tank vielleicht noch etwas größer machen. So. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. So, wir gucken nochmal nach. Ist der immer noch. Der hat jetzt 1,6, knapp 1,7 Delta V. Ist es auch noch auf Ilo? Ja, auf Ilo, das haut auch noch hin. Da haben wir noch 1,6, 1,7. Da könnten wir glatt noch ein bisschen mehr Treibstoff rausjuckeln. Wartet mal, dann nehmen wir mal das noch runter und packen dann noch. Also, wir brauchen ja. Ich glaube, Ilo hat nicht viel. Ja, nee, das nur wirklich nicht. Aber das sieht jetzt natürlich ein bisschen groß aus, ne? Ja. So, lass mal kurz gucken. Wie sieht die Sache jetzt aus? Jetzt hat das Ding. Wieso hat es denn jetzt 1,3 Delta V? Überlege gerade. Ja, das haut natürlich hinten und vorne nicht hin. Hier von der Berechnung hier. Wir gucken nochmal nach. Ilo. Das ist alles 1,3 Delta V. 1,4815.
Schub, das ist okay. Aber warum wir jetzt nur noch 1,3 Delta V haben, eben hatten wir mehr gehabt. Ist mir unklar. Ist auch nicht optimal gebastelt, was ich mir hier ausgedacht habe. Ich pack das nochmal weg. Manchmal hilft es einfach mal, die Struts neu zu setzen. Oder das Ding nochmal zu speichern und neu zu laden. Wir müssen mal gucken, ob das reicht. So, jetzt sagt er 1307. Das kann natürlich sein, dass das mit der Masse zusammenhängt, ne? Aber wir wollen das ja nicht abtrennen, das ist ja der Witz. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Rover da nicht dran hängt. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, was wir hier noch so haben. Das ist das Ding, das ist das Ding, das ist der Rover, genau. Gut. Eigentlich können wir das so lassen. Ich gucke nochmal. Guck mal ganz kurz nach. In dem Rover darf natürlich keiner. Ich dachte im Rover leer. So. Im Rover sitzt natürlich keiner. Und jetzt gucken wir nochmal die ganze Geschichte kurz an. 33. Tatsächlich ist da noch ein bisschen Delta V dazugekommen. War doch ILO, ne? Ich glaube, es war ILO. Kann man hier eigentlich alles auf ILO stellen? Vermutlich. War der Meinung, ich will noch mal ganz kurz gucken hier. So, jetzt hat er 1,7. Das stimmt irgendwas nicht, ne? Jetzt hat er 1,7. Wenn ich das jetzt da drauf stelle. Hat er 1,3. Meine 1,7 würde ja reichen. 1,7 würde dicke reichen. Denke ich mal. 800 runter, 800 drauf, oder? Machen wir es mal minimalistisch. Hoffen wir mal, dass es reicht. Vor allem dürfen wir nicht vergessen, wenn er gelandet ist, dann fällt ja das ganze Gewicht von dem Ding weg. So. Und wir haben auch genug. 1,8 ist mehr als genug. So, also das wäre mein ILO-Lander. Das wäre mein Vorschlag dafür. Wir probieren ihn ein letztes Mal aus. Safe nochmal. Ja, Allzweckländer. Nee, das ist der ILO-Länder. Speichern. So, nochmal kurz starten auf der Startbahn 1. Jawohl. Gehen wir nochmal in den Zeitvorlauf. So, also nochmal ein richtiger Test. Wir sind auf ILO gelandet. Wir steigen aus. Lassen dann los, weil die Schwerkraft eh gering genug ist. So. Kommen wir auch mit dem Jetpack wieder rauf. Und sagen jetzt hier mal, kann man das von hier aus machen? Man kann. So, jetzt. Wer ist denn jetzt am Steuer? Warte mal. Jetzt kann das Ding natürlich anhalten. Anhalten. Nein, nein, nein. Warte mal. Moment. Anhalten. Da müssen wir tatsächlich aufpassen. Da müssen wir tatsächlich aufpassen, dass wir vielleicht vorher die Bremsen anziehen. Automatisch aufhängen, dass wir vorher die Bremsen anziehen, damit uns der, wenn wir den getrennt haben, nicht wegrollt. Ihr versteht, was ich meine, ja? Da geht's nämlich los. Lauf, lauf. Also merke, vorher die Bremsen anziehen. Das geht bestimmt irgendwie. Boing. So. Sonst rollt uns der weg wie. Kann man da jetzt. Kann man da irgendwie rein? Will da rein. Crewbeobachtung, Oberfläche. Wie? Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Ohne Witz. Grummelsitz. Von hier steuern. Ja, ich will da. Ich will da rein. Wie steigt man da ein? Das habe ich überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. So, pass auf, wir halten das Ding jetzt erstmal an. So, wo ist denn hier die Bremse?
bei dem Misthaufen. Haben wir auch eine Bremse? Wir haben keine Bremse. So. Bremse an. Und wie kommt man... Gut, dass wir das jetzt ausprobieren. Also bei KSP 1 haben wir jetzt einfach mal hier... Ach, einfach doppelt... Nee. Auch nicht. Bei KSP 1... Hätte ich da jetzt einfach drauf geklickt. Warte mal, haben wir jetzt hier irgendwas? Fahrzeugreserve. Ich will da rein. Von hier steuern. Wir haben aber nur Crewbeobachtung gelandet. Körben, Boden. Wie kommt man in so einen Sitz rein? Wie setzt man sich auf den Sitz? Oder muss ich da... Da muss ich tatsächlich eine Leiter anbringen. Es ist gut, dass wir das jetzt ausprobieren, ne? Gut, okay. Eine Leiter dran. An den Rover. Sonst kommen wir nämlich nicht raus. Zurück zum... Das wäre was gewesen. Wie bin ich denn... Aber ich habe das doch schon gemacht. Wie habe ich denn Valentina da reingekriegt? Ich glaube, die muss echt direkt... Muss direkt die Nase davor sitzen haben. Okay, der Rover kriegt ein Leiterchen. Auf der... Hier auf der Seite, oder? So, ja. So, eine Leiter. Eine Utilität. Da. Wie sieht das denn aus? Moment. So, hoppala. Ist das gut? So, ne? Ja. So, was habe ich nochmal kopiert? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir werden es ausprobieren. Dafür sind wir ja hier. Das ist schon wieder düster. Die Sonne ist aufgegangen. Die güldenen Sternlein prangen. So. Einmal trennen, bitte. Jetzt sitzt wieder einer drin, aber es ist okay. Bremse. So. Aussteigen. So. Jetzt sind wir unten. Jetzt... Keine Ahnung, was er jetzt da... Hallo? Okay. Da ist definitiv etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich würde das mal als Bug identifizieren, weil vor allem konnten wir es nicht mehr steuern. Auf ein drittes. So, anhalten, Bremse. Bremse an. Ich hoffe, jetzt murkst du da nicht rum. So. Also, jetzt sind wir unten. Und jetzt gucken wir mal, ob wir wieder raufkommen. Wo ist denn das Ding? Da. Festhalten. Naja, an Bord gehen. Okay, das funktioniert. Gut, also. Das sieht nicht sonderlich toll aus, aber es funktioniert. Und das ist eigentlich das Wichtigste. So, kannst du bitte nochmal anhalten? Ich probiere es nochmal, nicht, dass es ein Glückstreffer war und ich das dann vor Ort nicht hinkriege.
So, wir gehen zum Rovali. Gehen auf Festhalten, klettern rauf und ich würde sagen, an Bord gehen. Ja, es funktioniert, auch wenn der Rover dabei komische Bewegungen macht. Das ist mir so ein bisschen... Ja, ich würde sagen, so können wir das machen. Rover, Rover, Rover. Raus hier. Zurück zum FS. So, jetzt kommt natürlich der Keks. Jetzt kommt der Keks, dass wir darum ein Raumschiff bauen müssen. Ehrlich gesagt, ich überlege gerade, wenn wir das gleich als Rückkehrobjekt machen hier, dann muss da oben natürlich, das ist die Batterie, ist ein bisschen herbe die Batterie, oder? Muss die so fett sein? Nein. Im Leben nicht muss die so fett sein. Das ist viel zu viel Gewicht. So. Hat sich jetzt auch nicht viel geändert. Darf ich mal das Gewicht sehen, bitte? Das sind 0,02 Tonnen. Das sind nur... Hallo, das ist das Zehnfache. Und wenn, dann ist es das Fünffache an Gewicht. Hat ihn hier auch... Jetzt hat er es gemerkt. Okay. So. Ja, lassen wir so. Was wir nicht mitnehmen, also der, das wird ein ganz minimalistischer Lander. Wir haben ja wissenschaftliche Experimente an Bord des Rovers. Das heißt, das brauchen wir hier nicht. Lenkung haben wir auch da an diesen Dingern. Das reicht uns auch. Zum Andocken brauchen wir RCS. S, meine Katze flippt aus. Zum Andocken brauchen wir RCS. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber sie sagt... halt, wir machen mal ein paar andere Sachen noch, bevor wir RCS dranbringen. So, was wir dranbringen müssen ist... Wo sind denn die Andock-Geschichten? Wäre das hier, ne? Ist die jetzt richtig rum oder nicht? Ja, ist richtig rum. So, da sind wir nur noch bei 1,687. Lasst mal überlegen. Jetzt das RCS. Halt die Klappe, Katze, ich bring die um. So, da haben wir die Schubdüsen an der einen Geschichte. Dann kommen hier unten noch welche dran. Das sind die Schubdüsen an der anderen Geschichte. Damit kann das Ding andocken. Jetzt brauchst du natürlich noch RCS. Treibstoff. Wo sind die? Da. Bisschen heftig, oder? So, brauchen wir da 4 Stück? Das ist vielleicht sicherer. Komm. So, also wie viel haben wir jetzt noch? 1,6. Also, wir haben RCS, wir haben SAS, wir haben Energie, Solarzellen hat das Ding nicht. Jetzt ist die Frage, Solarzellen würden ihm bei ILO wahrscheinlich eh nicht viel nutzen, oder? Es sei denn, die machen sie riesengroß, aber dann sind sie... Dann sind sie natürlich hinfällig. Wollen wir die Solarzellen gleich weglassen und lieber so eine Dinger hier mitnehmen? Ist natürlich auch ordentlich schwer, ne? Wie viel haben wir jetzt? 1,6. Ja, das können wir so lassen. Oder doch Solarzellen. 0,035. Ich meine, die Dinger produzieren ja zur Not. Ich meine, damit verbrate ich Treibstoff. Das kann ich mir nicht leisten. Dann lieber so eine Dinger hier. Hm,
Setup, wo hat er denn jetzt ran geknallt da? Warte mal, wir brauchen da eigentlich nur zweifach symmetrisch von. Packen wir sie mal hier ran. Und packen wir sie mal daran. Wie gesagt, das wird nicht viel bringen auf Elo. So, 1,6 haben wir noch. So, aber wir müssen jetzt einfach mal darauf vertrauen, dass das reicht. Wir haben ja Solarzellen an dem Ding, wir haben an dem Ding Stromproduktion. Okay, das wird schon irgendwie reichen. So, nochmal checken. Energiezellen. Energieproduktion, RCS, RCS-Produktion, Lenkung über dieses Ding haben wir drinne. Okay, sieht gut aus. Jetzt das Allerwichtigste, wenn das hier der Wiedereintritt sein soll, brauchen wir da tunlichst Fallschirme, sonst gibt es keinen Wiedereintritt. Also sonst gibt es einen, aber der ist sonst... Ist uns hinfällig. So, warte mal, wo sind denn die Utilitäten da? Jetzt ein paar hiervon. Ja, ist blöd. Warte mal, da unten. Sie müssen ja nach, warte mal. Schwierig. Da ist der Undock-Port. Ich pack die Dinger mal ein bisschen woanders hin. Ja. So, das muss reichen. So, das sind jetzt die Drogues. Und jetzt brauchen wir natürlich noch... Ja, da kann man sie nicht dran bauen. Da kann man nur zwei dran bauen. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist jetzt hier natürlich die... So, wie viel haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch 1,56. Das ist relativ wenig, ne? Darfst aber nicht vergessen, dass hier ist. Reicht uns das? Ich hoffe, das reicht. So, Drogues. Das ist drin, das ist drin, das ist drin. Das können wir so lassen. Hätte ich gesagt. So, wir gucken mal nach. Das Ding zündet. Die werden niemals abgeworfen. Das ist ein extrem blödes... warte mal, das sind die Drogues. Das sind die Drogues. Runter da. Rüber da. Was sind denn jetzt die Drogues? Das sind immer noch die falschen. Kannst du dich bitte mal da unten hin deichseln? Das sind die Drogues. So, jetzt hat er es richtig. Okay. Also, den würden wir... Ob das hinhaut? Bin mir nicht sicher. Was haben wir denn jetzt noch an Delta V? 1,562 Delta V für Landung und Start auf Ilo. Wir schauen jetzt nochmal nach. Wir haben definitiv genug Schub-Gewicht-Verhältnis für Ilo. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das Delta V könnte etwas dünne sein. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber ansonsten, der Rover ist einsatzfähig. Das Ding ist einsatzfähig. RCS haben wir, Energie haben wir, Landesystem haben wir. Ich würde sagen, das ist es, oder? Ich gucke zum nächsten Mal nach, damit auf Ilo runterkommen und wieder nach oben kommen und dann schicken wir das Ding dahin. Hätte ich gesagt. Ja. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck. Ich zweifle gerade ein bisschen an mir selbst. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Bis dann denn.